Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials Arc Steampunk Mod, das Luftschiff bebauen. Letztes Mal in der Folge 1 hatten wir die Zwischendecks drauf gezimmert. Relativ beim ersten Mal mit sehr viel Erfolgschancen. Hier muss man auch Türen einsetzen. Natürlich muss da drinnen noch später ein bisschen dekoriert werden. Aber im zweiten Teil hatte ich ja versprochen, dass wir das Kommandodeck ausbauen. Ja, das wird dann wieder dasselbe Spiel. Man braucht einen ganz normalen Holzpiller und eine ganz normale Sign Foundation. Also die Ark mitliefert. Keine anderen Bauteile verwenden bitte. Sonst funktioniert der Spaß nicht. So, relativ mittig setzen das gute Stück. Mal Balanceakt. Ich denke, damit können wir leben. Können wir leben damit. Pillar dran. Dann brauchen wir wieder die Steampunk Foundations. Das geht mit jeder anderen Foundation auch. Jetzt setzen wir die hier dran, hier dran, hier dran, hier dran und dort dran. So, dann setzen wir noch hier eine dran und hier eine dran. Jetzt müssen wir natürlich draußen gucken gehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass die ein Stück rausgucken, weil die von der Breite her sich nicht einstellen lassen. Also wer damit leben kann, ansonsten wird das, man kann es natürlich noch komplizierter machen, aber dass man das halbwegs mittig hinkriegt, ist das halt relativ die beste Lösung. Notfalls kann man das hier als Laufsteg noch benutzen oder was auch immer. Ja, ganz abschließend lässt sich das leider mit der Variante nicht. Wer eine bessere Lösung hat, dann bitte gerne mal in die Kommentare posten. Da bin ich natürlich immer offen für solche Sachen. So, jetzt muss man das wieder wegreißen. Muss man aufpassen, dass er das Luftschiff nicht zerstört. Das ist mir aus Versehen mal gegangen. Mit freilassen. So, das, das und das. Das ziehen wir dann natürlich hinten. Hier sieht man es nicht ganz, die Foundations mit der Variante. Man könnte das natürlich jetzt wieder von neuen mit anzahlen. Fundament machen. So, hier sieht man dann nur die Umrisse. Das ist ein bisschen kompliziert. Und alles lässt sich nämlich nicht unbedingt bebauen. Das ist ein bisschen Balanceakt hier hinten. Dran. Wieso willst du? Warum willst du heute nicht? Letztes Mal hat das so gut geklappt. Machen wir es mal hier drüben weiter. Hier klappt's. Hier klappt's. Jetzt reißen wir bestimmt gleich weg. Habe ich mir gedacht. Und Kreativmodus ist ja egal. So, und wieso kann ich das jetzt aber nicht hier dran setzen? Reißen wir die wieder weg. Muss man hier hinten bauen. Das gleiche Spiel. Also letztes Mal zwar, hier geht's. Ob ich das im Singleplayer getestet hatte, funktionierte das alles ganz gut. Eigentlich. Aber das nennt man dann den sogenannten Vorführeffekt. Junge, geht das ja nicht mehr. Mal mit Ducken probieren. Ich versuche natürlich immer das ohne Fly hinzukriegen oder Ghost. Dass man es nachbauen kann im normalen Spielmodus, aber irgendwas will halt hier nicht. Das ist schlecht. Dann reißt die andere wieder ab. Warum willst du nicht? Und ich versuche einfach mal. Ah ja, das zeigt es nicht an.
Jetzt geht's. Es wird mir angezeigt. Es wird nicht angezeigt. Natürlich lässt sich dann wieder nicht kontrollieren, wo das Ding hinsnappt. Was eher ungünstig ist. Böse Überraschungen kommen dann. So, dann muss ich doch mal ein Ghost Modus verwenden. Ob es funktioniert hat. Natürlich nicht, wie man sieht. Die Wand, okay, das geht da draußen noch weiter, das Luftschiff. Und das Neptune, warum auch immer. Hier sieht es ganz gut aus. Hier ist kein Foundation. Ansonsten, wenn ihr nicht sicher seid, auf dem Server einfach mal einen Admin fragen, ihr seid immer seid selber Admin, wenn ihr solche Bauprojekte für die Community habt oder so, und dass man bauen dürft, weil Cheaten auf normalen Servers natürlich nicht erlaubt, das ist klar. Aber hier geht es mir hauptsächlich um den Kreativsinn. Bis jetzt hat es geklappt. Leider kann man das Luftschiff nicht komplett begehen. Ich habe ja gehört oder gelesen, dass wo noch ein U-Boot, was aus dem Bankmod kommen soll. Also ich habe zumindest erste Zeichnungen gesehen. Da bin ich mal schon relativ gespannt drauf, wie das aussehen wird und also innen von innen aussehen wird und was das alles kann. Hier lässt sich das auf wundersame Art und Weise nicht bebauen. Mit Ghost arbeite ich eigentlich ungern. Da man es immer kleine Komplikationen gibt. Das ist natürlich schlecht, dass das nicht geht. Genau die Seite bräuchte ich nämlich noch zum Bauen. Und was hat jetzt die andere wieder aufgehoben? Irgendwie kriege ich schon keine Foundation. Doch jetzt. Ne, die snappt sie oben dran. Oder kann man vielleicht mit dem Trick setzen? Das würde gehen. Aber nur teilweise. Mal schauen. Tricksen kann. Natürlich geht das dann wieder nicht, wenn man ohne Cheat arbeitet. So, das hat ja relativ gut geklappt. Hier ist die Wand, okay. Jetzt ist der ganze Spaß gebaut. Bebaut. So, wieder. Und ich gebe euch einen Rat. Nutzt bitte, wenn ihr das im Kreativmodus mit der Ghost-Option arbeitet, nie die Steampunk, Quatsch, die Tech-Rüstung. Die verträgt sich nicht mit Fly und G und Ghost. So, jetzt haben wir eine relative Grundplattform unten geschaffen. Jetzt wird es natürlich dunkel. Wie soll das anders sein in der Aufnahme? Zum Glück gibt es ja Gamma. So. Jetzt bauen wir hier noch ein paar Wände ein. Mal gucken, ob sich das mit den Türen ausgeht. Hier kann man jetzt eine schöne. Ein bisschen ragt es raus. An der Seite hier.
Also nicht mit begehbar. Man könnte das natürlich auch offen lassen, das ist klar. Eine Tür. Machen wir bei das Kommandodeck mal zu. Das hat natürlich nie funktioniert. Immer wegwand. Oder hat es funktioniert? Nicht mal schwer zu sehen. Nee, hat funktioniert. Okay. Minus Snap Points. So. Das hat nicht funktioniert. Ein bisschen aufheben. Jetzt hat es funktioniert. So. Durchkommt man. Dann hat man die Brücke fertig. Jetzt kann man hier mal sehen, ob das funktioniert. Nein, das hat nicht funktioniert. Wollen wir das auch lieber wäre, das einzubauen. Hast du ja recht, Spiel. Sieht man natürlich jetzt nicht die Wand. Jetzt. Kommt man ja durch? Ja. Wenn das nämlich zu weit nach unten snappt, kommt man nicht durch. Ne, die Wand hat es woanders hingesnappt. Also doch von außen. So. Wenn man so ein bisschen gleich da sieht. So, jetzt haben wir hier den Eingangsbereich. Und hier bauen wir jetzt den Maschinenraum ein. Sehen wir, das dürfte reichen. Das war falsch, oder? Das war falsch. Jetzt. Noch eins. Okay. Nicht zu weit drin. Kann man gelten lassen. So, wie breit baue ich ihn denn? Land. Und noch eins. Und wieder rum. Eine Tür zum Maschinenraum. Tür ein. Dann kommt dann die Küche rein. Man kann das natürlich offen lassen. Den selbst überlassen, wie er es nachbaut. So. Und hier hinten bauen wir einen kleinen Raum rein. Was der wird, zeige ich euch später. Und wenn wir die Inneneinrichtung machen, machen wir in einer anderen Folge. So. Ein bisschen mühselig. Das passiert halt mal. So, jetzt hier noch.
von mir aus auch noch einen Raum reinbauen. Diesmal funktioniert's. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob sich das so rausgeht, wie ich das will. Ja, okay. So. Na, haben wir genau drei Räume. Eigentlich vier mit denn hier hinten. So, weiter im Text beim Maschinenraum. Jetzt brauchen wir noch ein paar Türen. Nein, die Tür will ich doch haben. So. Sind nur schweres Türen zu erkennen. Hier gibt es noch eine andere Tür. Die, und zwar die, die von selbst öffnet. Körper Automatic Sliding Door. So. Und die backt ab und zu mal ein bisschen rum. Aber es scheint zu funktionieren. Die hier unten noch mit rein. Beim Bremsen ist es behoben, manchmal gehen die nämlich nicht richtig zu. So. Die scheinen durch den Backschein zu beseitigt zu haben. Sehr schön. Hier lassen wir normale Türen drin, oder? Und bauen hier auch so eine rein. Ja. Die lassen wir normal. Obwohl, was soll der Geiz? Wir haben es doch. So. Ja, funktioniert. Kommen wir. So, weiter im Maschinenraum. Da gibt's sogenannte. Warum vertue ich mich immer? Ledges. Hier diese Bubbling Pillar. Die eignen sich zur Deko. Zu mehr sind die auch bisher eine Nütze. Muss ich mich erstmal orientieren. Sag mal, bin ich beknackt? Hier geht's raus. Okay, hier ist der Maschinenraum. Ach, das sind normale Tür, okay. Die eignen sich nämlich wunderbar als Reaktorkühlsystem. Wenn man eine Dreie oder ineinander setzt. Verschiedene Art und Weise. Die Weise sollte es natürlich nicht sein. So, dass sie unterschiedlich aussieht. Die soll wieder gleich aussehen. Genau. Die Steampunk-Mod bietet eigene elektrische Bauteile, ich nehme aber gerne die PNC-Mod, weil die Viertelbauteile hat, halbe Bauteile, das ist sowie senkrechte wie waagerecht und auch quer. Und die lassen sich besser snappen. Dann nehme ich jetzt mal die, allerdings hat die keine Kreuzungen, um eine Grundstruktur zu erfassen. Dann nehme ich von S+. Wo sind sie? Die Kreuzungen? Na? Wir können das natürlich auch mit normalen Generatoren dann aufbauen. So.
wir bauen das ein bisschen raffinierter. Eine Grundstruktur setzen. Halbwegs mythisch. Und dann habe ich eine ältere Mod, die heißt Arc Futurismen. Da gibt es auch eine neue mittlerweile. Das sind dann die Bauteile, da komme ich aber später noch irgendwann mal in der Folge dazu. Beziehungsweise seht ihr die im Stream, wenn ich dann mal dazu komme. Mal, hier, da gibt es hier von der alten Arc Futurismen Mod einen Fusionsreaktor. Der hält länger als ein normaler Generator. Ist ein bisschen teurer, verbraucht aber weniger. So, damit das hier ordentlicher Maschinenraum ist, wie ich das so riesen Schiff gehört. Hier da, wenn mal Vorführeffekt, hier geht's. Snappt nämlich nicht immer wie es soll. Na mein Junge, was hast du denn für ein Problem dort? Wieso willst du das denn machen? Warte mal, willst du mich ärgern oder? Jetzt. So. Und in der Mitte. Nehmen wir falls die Dinger, weil die Dinger ja relativ teuer sind. Ein S Plus Generator. Später kann man das noch hier so einen Tech Generator mit suchen. Ausstatten, ausrüsten. So, wo ist der normale S Plus Generator? Hier ist der normale S Plus Generator. So, schön mittig setzen. Dann schalten wir automatisch Stromaktivierung an. Für die Arc Futurismen Mod. Da brauchen wir dann später sowieso noch einige Teile. Gibt es da dieses Power Relay zur Energieversorgung? Wir nehmen jetzt erstmal die Teile. Dann brauchen wir nicht mehr. Und dann für die vordere Stromversorgung machen wir Trick 17. Und dann nehmen wir die PNC. So, jetzt setzt man hier in der Mitte schön die Teile rein. Damit das ein bisschen technisch aussieht. Jetzt habe ich natürlich keine Längen. Keine normal langen, das sind die. Weil bei der PNC-Mod gibt es auch Solaranlagen. Energie liefern. Da gibt es einen Trick, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder Bug. Wenn man nämlich nur die Solarbatterie baut, hat man trotzdem Strom. Die brauchen wir dann für die Energieversorgung für die Art Futurismenteile. Da haben wir noch einen wunderschönen Maschinenraum. Jetzt noch so ein Deckgenerator. Daher kann man natürlich erstmal baue ich die unten weiter, Hauptenergieleitung. Vorne baue ich dann mit S Plus weiter, damit man die nicht sieht. So, schön mittig dran setzen das Teil. So. Jetzt gibt es natürlich noch, damit es noch technischer aussieht. Öltanks, die sind auch relativ groß. Dann kann man tatsächlich Öl drin lassen. Was denn das für eines? Forge wollen wir nicht. Wie hieß denn das Teil? Das Steampunk eventuell. So, klar. Die Orgel, mit der kann man sogar spielen. Wo ist das? Ist eine Statue. Ein Säbel brauchen wir nicht. Kürokammer. Kann man mal mit bauen. Das ist Spaß. Ich probiere es mal mit Öl.
Park für Tourismenteile. Na, wo ist denn dieses Ölfass? Das Luftschiff braucht übrigens einen eigenen Treibstoff an Öl. Da ist es. Öl-Storage-Tank. Aha. So. Was hat denn eine schön in der Rohrleitung drin? Das war eine Frage. Kann man denn hier dran flanschen? Und da kommen wir nicht mal zu den Reaktoren zum Nachfüllen. Okay. Dann bauen wir. Das ist hinten technisch, das muss ich doch mal wieder im Fly-Modus nehmen. Zack. Zack. Eine Ceiling wäre nicht schlecht. Eine Ceiling wäre nicht schlecht. So. Das müssen wir noch eine Stufe tiefer bauen. Und das, was ich schon unten vorhabe, brauchen wir nicht so viel Platz. So, damit das ein bisschen technischer aussieht. Na. Mittig gehabt. Geht nicht was. Was passiert, wenn ich einen Fly-Modus rausnehme? Nix. Ja, die Deckrüstung ist nicht ausgerüstet. Merke, aufs Kriegen geht alles besser als in der Aufnahme. Dann machen wir es halt so. Habt ihr das gesehen? Der ärgert mich. Der ärgert mich. Wenn du unbedingt da dorthin snappen willst. Eigentlich kann man die auf getröst weglassen, die Tanks. Jetzt kommt das bestimmt da hinten durch. Ne, kommt es nicht, okay. Doch, hier hinten kommt es nur durch. Aber, da gibt es was Feines. Eine Copper Pipe Wall, die relativ neu bei der Mod dazu kam. Muss ich den nur noch finden? Hier ist er. Das sieht der ganze Spaß dann noch technischer aus, wenn es denn hier hinten dran gehen würde. Das geht natürlich nicht so wirklich. Das sieht blöd aus. Das sieht blöd aus. Wir können das mal spaßeshalb hier dran heften, damit das ein bisschen ego-technischer aussieht. Ah. Und die Seite genauso. Jetzt hat sich irgendwas weggerissen. Klang zumindest der. Weil es die Wand ersetzt. Das ist halt eine Frage. Kann man fragen?
dass er durchkommt. Kommt es nicht, okay, dann können wir es lassen. Sieht nämlich ein bisschen technischer aus. Ja, es hängt irgendwo. So, okay. Jetzt müssen wir hier das hier drüben natürlich genauso machen. Dann haben wir hochtechnische Rohre. Macht ja Sinn vom Maschinenraum aus. Ja, da sind wir mit unserem Maschinenraum irgendwie fertig. Bis mir was weiteres einfällt. Eine Steckdose sollte ja noch in der Mitte dran. Dann nehmen wir die PNC. Mittig. Dann haben wir die Stromversorgung fertig für den vorderen Teil. Das kann man noch zum hinteren Teil. Und da man das ziemlich, sonst die ganze Stromleitung querbeet übers Deck ziehen muss, habe ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen. Mit dem Rockmodus, indem man hier in das Unterdeck kriecht. Und da hatte ich ja schon was vorbereitet gehabt, und zwar, wo ist es jetzt? Diese Batterien für die Solaranlage. Die pflanzen wir jetzt schön mittig hier rein. Jetzt ein paar Kälbchen dran, links und rechts. Wie man sieht, führen die schon Strom. Die ganzen Geschwitzer dann die Tür, jetzt braucht man ja ein bisschen Saft. Das Fahrer kommt das jetzt zu weit raus. Na gut. Kann man gelten lassen. Etwas kann man ja dann noch einen Deckgenerator reinstellen, wenn man zu viel Ressourcen hat. Jetzt dann gleich Spaß nochmal mit den Steckdosen und den Relais. Ist kein Muss, man kann, je nachdem was man vom Mods verwenden will. Und hier so ein Power Relay rein. Da ist auch schon Saft drauf. Dann hier noch so ein Steckdose vergessen. Bitte schön. Draußen würde ich die damit S+ machen, da man die verstecken kann. So, und das war es auch schon mit dem zweiten Teil der Aufnahme bzw. des Tutorials. Strom ist vorhanden. Hinten müsste man dann noch ein bisschen Treibstoff rein tun in die Tanks. In den Reaktoren und sowas. Die laufen übrigens mit Plasmazellen, die aus der Mod. S+-Generator ganz normal mit Benzin und der Tech-Generator natürlich mit Element. So, jetzt haben wir einen schönen Maschinenraum gebaut heute. Nächstes Mal kommt die Küche und der Crafting-Raum. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob das geht, ob ich das wieder wegreiße. Alles geht, okay. Gucken, ob ich hier noch einen anderen Öltank zur Deko hin. Das probiere ich noch schnell. Ja, man verbaut sich so gerne in Arg. Ne, der will nicht. Da bleibt es bei den einen. So, ob man wieder eine Leiter hochbaut oder nicht. Ich mach mal keine dran. Weil man könnte jetzt da drin Öl lagern, aber. Ich benutze das Ding eigentlich mehr als Deko. Ja. Nun ist aber die Folge wirklich zu Ende. Dann bis
zum Teil 3. Ja, bis zum nächsten Mal.